Brindijan, an diesem Bier könnt ihr euch ein Beispiel nehmen. Wenn es nicht macht, das stimmt. Ah, das schmeckt so gut. Ich weiß nicht. Ach. Ah, das ist doch viel zu herb. Das ist. Ah, das nein. Das ist das Gute daran. Ich glaube, ich mache nachher noch einen Abstecher nach Astutzak und gönne mir dann noch einen Krug richtiges Bier. Also nach einer Dattel ist es genau das Richtige. Was, du willst oder etwas Tutsak Dattelwein. Gibt es hier nicht etwas Dattelwein? Was, du willst nach Tutzak von hier aus? Wir kommen doch gerade erst aus Maraskan. Nach Astutzak. Das Maraskaner Viertel. Ah, da Maruskani, okay, okay. Wie es hier Einheimischen nennen. Ah, okay, okay, Astutzak. Okay, okay, das ja, macht Sinn, war mir nicht so geläufig. Ich hab halt immer noch nicht die Nase voll von anderen Maraskanern. Wieso sollte ich die Nase voll haben von Maraskanern? Nix, nix. Ich schluck schnell irgendwas runter, nach Motto. Hier ja, haben wir doch ein Bier. Ich wird selbstverständlich auch eine Wasserpfeife gereicht, wie die mit Zitterbar gefüllt ist. Das sind so ja trockene Blätter, die dann ja zu einem groben Pulver gemahlen werden. Ein bisschen kleiner gehäckselt und die werden dann in die Wasserpfeife gestopft und erzeugt dann zusammen mit der Kabbas-Flöte ein paar akustische und auch ein paar andere Reize, sodass ihr dann ein paar farbprächtige Trugbilder erkennen könnt, die vielleicht für den einen oder anderen wie Visionen aussehen. Ja, Rodrigo riecht so, der Tabak, das riecht ja ganz gut. Ja, auch dir, Ephadaios, kommt der Tabak etwas zumute und während ein Thulamide im Innenhof etwas an der Wasser... du ziehst ein bisschen an der Wasserpfeife und er spielt seine Kabbas-Flöte. Da kannst du erkennen, wie wohl ja, du dich entfernst. Du auf den Weiten des Ozeans dich wiederfindest und du kannst sehen, wie ein kleines Ruderboot sich gerade gelöst hat von einem etwas größeren Schiff und zu einer Formation im Wasser fährt. Du schwebst tiefer und tiefer und findest dich dann selbst wieder in diesem Ruderboot. Kräftige Seemänner, die da hin und her rudern. Und dann kannst du es erkennen, was es denn ist, auf das sie zurudern. Ein leicht mulmiges Gefühl, was in dir hochsteigt. Ein Korallenstock. Ein gigantischer Korallenstock, der jetzt über dem Wasser treibt und dessen... ja, Inneres oder dessen größter Teil wohl noch innerhalb des Wassers ist. Wie bei einem Eisberg, das nur die oberste Formation gerade oben treibt. Hm. Ich würde mal ein bisschen im Wasser schaufeln und gucken, ob ich da vielleicht durch, gibt's Mondlicht oder so, da etwas in die Tiefe blicken kann. Kein Mondlicht. Blickst dich um. Du kannst kein Wetter erkennen. Es ist keine Sonne da, kein Mond. Es ist. Du kannst sehen. Du kannst sehen, aber du weißt nicht, ob es Tag oder Nacht ist. Kommt weiter und dann verkantet ihr euch mit diesem leichten Ruderboot an dem Korallenobjekt. Du kannst die etwas dünneren Stellen der Verkrustung sehen und dass sich wohl irgendetwas in dem Inneren befinden muss. Sieht so aus wie, ja, wie die rauen Panzer einer Koralle. Du kannst organische Kristalle sehen und dahinter... ja, was ist das? Ein regungsloses, zusammengerolltes, schlangenartiges Meeresungeheuer von gigantischer Größe, was in diesem Korallenstock eingesperrt ist. Riesige Augen. Versuch die Ausmaße von diesem Gefängnis mal abzuschätzen. Ja, du siehst, wie einige Seemänner sich gerade sehr beunruhigt daran festgemacht haben und sich auf diesem Korallenstock hinstellen. Allein das, ja, allein dieses oberste Teil dieses Korallenstocks ist ungefähr so groß wie das Hotel Thulamide. Aber ja, wenn du dir so Eisberge anguckst und das damit vergleichst, weißt du, dass, der Großteil eben noch unterhalb der Wasseroberfläche sich befindet. Und naja, wenn dieses riesige Ding dort eingesperrt ist, muss es wahrlich gigantischer.
man bei den Augen erkennen, ob es lebt oder tot ist? Ja, es ist regungslos zusammengerollt. Es wirkt auf dich nicht tot und es wirkt auch so auf dich, als ob es noch eine Gefahr in sich birgt. Eine Gefahr, die nur diese Koralle beheimaten kann, beherrschen kann. Wer auch immer Korallen so wachsen lassen kann, dass sie zu einem Gefängnis zusammen, ja, sich zusammenballen. Versuche die Situation abzuschätzen und blicke mal jetzt zu den Seemännern und zu uns ins Boot, ob wir hier irgendein Werkzeug haben, um herauszufinden, was wir hier denn machen. Ja, du kannst eine Frau erkennen, die wohl gerade ganz auf der Spitze oben steht. Dilga, komm da herunter! Da drin ist etwas! Nicht jetzt, wir müssen hier weg, zurück zum Schiff! Ist ja gut, Piendo. Und dann bist du wieder zurück im Hotel Tulabich. Nun, aber bestimmt taucht sie wieder auf. Ich meine, ich suche auch seit Jahren schon nach meiner Mutter und meinem Vater jetzt auch schon seit 3 Götterläufen. Und ich bin mir ganz sicher, dass sie noch leben und dass es ihnen gut geht. Und eurer Schwester geht's bestimmt auch gut. Es tauchen immer wieder Leute aus den Schwarzen Landen auf, die vielleicht besser für immer fortgeblieben wären. Das dürft ihr gar nicht sagen. Vielleicht hat sie es ja geschafft und kämpft sich in der Wildnis durch oder so. Uff. Was meinst du, wie hießen deine Eltern? Was hattest du gesagt? Meine Eltern? Ja. Warum? Hast du nicht gerade eben über die beiden geredet? Ja, aber eigentlich geht es um Jalans Schwester. Die ist nämlich verschwunden. Oh. Aber Jalan, seid nicht so traurig. Ich meine, die findet sich bestimmt wieder. Und ihr geht jetzt bestimmt gut. Und wenn wir aufbrechen, um das, wie sagt man, das Böse zu bekämpfen, dann machen wir doch genau das, was ihr auch helfen würde. Nicht wahr? Wahrscheinlich, schätze ich. Und naja, ich beug mal vor, wenn ihr mir ja irgendwann eure Liebe gestehen wollt, um Himmels Willen! Ich bin auch dabei und schreibe einen Brief für euch. Ich kann sowas. Ich winke dir mal zu und stoß dir so in die Seite. Wascha, Ritter müssen, glaube ich, singen und tanzen oder so. Da gab's doch irgendwas. Dann ist er ja verloren. Ich kann singen und tanzen, Rodrigo. Tatsächlich? Zeig mal. Aber Ritter müssen auch in strahlender Rüstung auf einem edlen Ross reiten. Das macht Jalan ja auch nicht. Muss man also auf einem edlen Ross reiten, singen und tanzen können, um Ritter zu sein? Okay, das ist eine ganz schöne Herausforderung, das gebe ich zu. Das kann so, habe ich das verstanden. Ich würde euch mal singen und tanzen sehen. Könnt ihr mal für uns singen und tanzen? Nein. Könnt ihr singen und tanzen auf einem Pferd? Gleichzeitig? In Rüstung? In Rüstung? Mäßigkeit ist deine Tugend. Mäßigkeit ist deine Tugend. Mäßigkeit ist deine Tugend. Ja, Jalan, wenn ihr noch was tanzen lernen wollt, ich zeig euch auch was. Kein Problem. Ich habe das gelernt. Ach, Jalan, du bist so tugendhaft, dann nehme ich mir doch immer ein Beispiel an dir und versuch selber. Aber ich weiß nicht, meine Erziehung hat mir irgendwie gesagt, wegzuschauen und ich muss immer dagegen ankämpfen. Also, deswegen kann ich auch nicht. Ich schaue doch sowieso zu dir auf, Jalan. Das war doch nur ein kleiner Scherz. Ich glaube sowieso, dass wenn das dazu gehört, dass du singen, tanzen, auf einem Pferd reiten, in Rüstung kannst. Ich weiß ja nicht. Aber wenn ihr das braucht, dann solltet ihr das lernen. Also tanzen will ich aber auch können. Ich hab dir das schon was gesagt. Ich weiß, aber das war einmal kurz auf Marskant, jetzt müssen wir es demnächst nochmal hier wiederholen, wenn wir Zeit haben. Wir gehen doch eh morgen in Raya-Tempel. Genau, Raya, ich will ein paar Sachen machen. Ich will ganz gerne lernen, wie man sozusagen so nette Sachen sagt. Zu dir. Und ich will das tanzen. Das kannst du nicht so? Wieso musst du das denn lernen? Weil ich immer das Gefühl habe, dass ich das Falsche sage. Du sagst mir, wenn ich sage irgendwas Komisches, dann drehst du den Kopf weg und verdrehst die Augen, sagst irgendwelche Dinge wie das, aber süß, und dann bin ich mir nicht sicher, ob das richtig war oder falsch. Ach, Rodrigo, ich mag dich doch so, wie du bist. Ich meine, ich mag dich. Man wird rot und guckt woanders hin. Der Vater aus ist ganz still geworden, der steht noch auf und wollte sich zu waschen davon. Ich gehe nochmal aufs Dach. Alles okay, du siehst so bleich aus, einfach da ist.
Jetzt aber ernsthaft, meine ich. Also, du siehst wirklich nicht gut aus, wie als wenn die See dir schlecht mitgespielt hätte. Das... Brauchst du was von mir? Soll ich euch begleiten? Wenn du mich nachher zu dem Hausboot bringst, Nee, ist schon gut, Rodrigo. Ich mache mir gerade echt Sorgen. Hast du was Falsches gegessen? Geht's dir nicht gut? Also, ich meine jetzt hier. Brindijan, schau das mal bitte an. Nicht, dass Eva da ist, hier vergiftet wurde von einem Arsch, der uns jetzt hier auf uns. Ich kann mir das auch anschauen. Ja, dann schau dir das bitte an. Eva da ist, lass bitte einmal ganz kurz nach dir schauen. Du siehst echt nicht gut aus. Ich würde gerne mal kurz der Pfeife. Es ist wirklich nichts. Ich habe nur vielleicht ein bisschen zu viel von der Pfeife und. Ich mache mir nur gerade Sorgen um dich. Frost, ich würde trotzdem mal würfeln. Ja. Weil ich ihn untersuchen will. Du weißt halt, da ist, es gibt ja so ein paar blöde Leute, die verfolgen uns, dann lass dir mal von Washer so ein bisschen hier da lass dir mal die Hände gucken und auf die Adern und so, keine Ahnung, was sie guckt, aber die wird schon Ahnung davon haben. Ich fange jetzt an, dich zu untersuchen, also ich guck dir quasi in die Ohren und sag auch so Zunge raus und guck mal deine Augen an, wie weit sind die Pupillen und guck dich halt so ein bisschen an. Ja, weiß, die Pupillen sind vielleicht ein bisschen geweitet, aber dann wird er halt auch schnell ablenken und du wirst auch nichts feststellen, so, nein, da ist nichts, Aber wenn was ist, dann sagst du bitte Bescheid, ne? Man zieht der Washer so ein bisschen an sich wieder ran, so, weil man Effa da ist, die bedrängen will. Komm, Washer, ja, aber... Wenn der was Ernstes hat, will das sagen. Und wir werden ihn heute Abend auch nochmal zum Boot geleiten. Vielleicht ist es ihm peinlich. Fall uns nur nicht vom Dach. Ich gehe mal ein Boot schnappen und ich komme dann gleich wieder runter. Seid ihr sicher, solltet ihr alleine aufs Dach geht? Ihr sieht aus, als würdet ihr schon so umfallen. Ja, ich gehe ja nicht an den Rand. Das ist schon gut, Washer. Ist schon... Ist das Wasser nicht besser für euch? Ich meine, ich kann euch jetzt schon zum Boot bringen. Dann könnt ihr Nein, ich möchte jetzt... Macht euch noch einen schönen Abend. Ferdi möchte einfach mysteriös bleiben. Lasst ihn doch. Ist doch alles in Ordnung, Washer. Wenn er es schafft, nicht vom Boot zu fallen, würde er es auch sicherlich schaffen, nicht vom Dach zu fallen. Vielleicht schwankt das Dach nicht genug, Jalan. Das weiß man nie. Man zwinkert ihn nochmal zu dabei. Wenn er nicht zum Boot will, dann wird es das Dach wohl nicht sein. Dann... Aber sagt Bescheid, wenn ihr was braucht, ja? Wir sind jetzt Familie. Und die verpflegt man. Ja, während Ephadaios nach oben geht, könnt ihr sehen, wie eine andere Person gerade zu dieser Tür hineinkommt vom Hotel Tudamidia, guckt kurz nach links zu dem Tresen, ignoriert den Tresen aber und geht dann auf den Innenhof zu. Ihr müsst noch ein zweites Mal hingucken, denn die Person hat einen Wappenrock ist es nicht, aber hochgeschlossene, fein geschneiderte Kleidung an, wie ein Aristokrat sie tragen würde, vielleicht ein Graf oder ein Baron, aber hier in Kuntium gibt es sowas nicht, da gibt es nur den Sultan. Und auf den zweiten Blick könnt ihr erkennen, es ist Fejarion, der Halbelf, der euch begleitet hat. Ey, Washer, guck doch mal! Jalan, komm mal da! Ist er das nicht? Ich hab schon... Ja, was macht ihr denn hier? Ah, da seid ihr, meine Freunde. Ihr seht nicht mehr aus wie ein Vollmatrose, guter Mann, Fejarion, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe mir etwas neue Kleidung zukommen lassen, weil, auch ich habe einen mysteriösen Geldsack bekommen. Und ich sollte euch suchen, ich habe euch gefunden. Die Person selbst, er blickt sich kurz um, links, rechts, sind natürlich noch ein paar andere Leute da, aber er spricht dann einfach ein bisschen leiser. Ich sollte euch suchen und, mir wurde auch gesagt, dass ihr euch hier wohl aufhalten sollt. Es gibt wohl noch etwas weiteres als Belohnung für diesen Auftrag, den wir erledigt haben mit diesen Metallen. Denn wir bekommen wohl laut Aussage von Hauptmann, wie war sein Name? Angro. Noch etwas weiteres. Ein Kontor, sagt er. Hier im Süden, direkt am Seehafen. Ein Kontor? Was heißt das jetzt? Was macht man mit einem Kontor? Ist das nicht irgendwie das, was diese großen Händler mal nur haben, wo die ihre Sachen drin lagern? Er sagte auch, es gibt da wohl sowas wie eine Werft. Er würde uns das Ganze morgen zeigen wollen, aber er möchte euch schon mal darauf vorbereiten. Das ist an keine Bedingungen oder sowas geknüpft. Das soll uns wohl jetzt einfach Zugstand werden. Also uns, die wir mitgekommen sind. Porkwurm ist wohl auch schon da, er ist wohl gerade schon am Sägen und Mopane ist nicht da, den muss ich auch noch gleich suchen, der ist glaube ich im Praios-Tempel und betet zu Oberan, aber Hock ist auch da. Potro findet sie im Bordell, der in dem Bordell da unten, in dem Sonnenbordell, in dem Südteil der Stadt.
Okay, muss ich mit dem Rohr umsehen. Gut, danke. Den haben wir heute im Chortempel getroffen. Ja, falls man ihn da nicht irgendwann doch noch in kleine Teile geschlagen hat oder so. Okay, also wie gesagt, morgen werden wir wohl, oder werdet ihr wohl von dem Hauptmann Angebruch noch einmal abgeholt. Und dann solltet ihr nochmal eine weitere Belohnung bekommen. Er sagte, das ist wohl auch ein weiterer Anreiz für die guten Dienste, die wir getan haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das aussieht mit Illikara und mit Oskur. Ich glaube, Oskur hat gesagt, er möchte sich zurückziehen. Ich habe nicht selbst mit ihm gesprochen, aber der Hauptmann Angbruch sagte wohl, dass Oskur sich, ja, dass es mit dem Abenteurerleben nicht für ihn ist. Der war wohl Festummer und der geht jetzt wieder zurück dahin und wird dann auch nicht mehr da gesucht. Ich glaube, der hat da ein paar Verbrechen begangen. Ist mir auch alles egal. Zumindest werdet ihr morgen dann von Angbruch begleitet dann dahin, wenn ihr wollt. Ja, wann ungefähr? Wir wollten nicht morgen noch ein paar Sachen erledigen. Eher so mittags, morgens, abends? Wann? Ich glaube, er sagte morgens. Morgens, okay, gut, dann machen wir das direkt als erstes. Genau. Dankeschön, danke. Du siehst aus, als wenn du so ein Hochadeliger wärst hier. Aber du bist ja. Ja, nein. Oder bist du? Die habe ich mir machen lassen. Es gibt hier über den Flusshafen hinüber, über die Brücke, da gibt es ein paar Handelshäuser und da kann man sich sowas kaufen. Ich habe gehofft, dass ich hier die ein oder andere wohlbetuchte Frau kennenlernen kann. Und er zwickert jetzt zu. Schnickschnack. Da könnte man ja mal gucken. Schon Erfolg gehabt? Bisher noch nicht. Ich hatte mir das gerade gekauft. Da kam er von hinten auf mich zu. Und wie gesagt, die Huren kannst du dir ja eben überall hier holen. Aber ich lege es da etwas vor, mich etwas weiter im Norden umzusehen bei der Palastbrücke. Vielleicht findet man da keinen bärtigen Seemann haben will, sondern so etwas wie mich. Streicht sich aber über seine spitzen Halbelfenohren. Einen also, spitzohrigen Seemann, also. Wenn du versuchst, eine gute Partie zu machen, ich habe ja gehört, Myria ist noch momentan der Stadt und die ist hauchadelig. Jetzt hör doch auf, Rodrigo. Belarion, hast du dich schon mal duelliert? Nein, nicht so wie ihr es. Gut, jetzt hör auf, die Frau von Jalan zu verkuppeln. Oh, Entschuldigung, ja. Doch mal die Seite. Was würdest du sagen, wenn er mich auf einmal verstachert? Wie eine billige Dirne. Ja, aber ich stehe doch dazu und er steht nicht dazu. Also das ist ein ganz knallharter Unterschied. Ja, nur weil er nicht dazu steht, heißt es nicht, dass er keine Gefühle hat. Man, bist du unsensibel. Stimmt. Entschuldige, Jana, das war nicht so gemeint. Für Jarion, die gute... Ist doch Verdaios denn bei euch? Könnt ihr ihm das ausrichten? Nee, der oder? Ist doch zum... Nö, der kreist noch gerade am Dach rum. Ich gehe gleich mal hoch und schau mal. Okay, dann könnt ihr ihm das sagen. Dann habe ich jetzt nämlich meinen Auftrag für heute erfüllt und dann gehe ich zum Palast nach oben und schau mal, ob ich da die eine oder andere abbekomme. Alles klar. Vielleicht gleich den Travierbund. Das ist das Sicherste. Ja. Ich gehe da mal kurz hoch aufs Dach, Leute. Ich schau mal nach, ob es Ephadaios gut geht und werde ihm dann auch gleich sagen, dass wir morgen früh da direkt einen Termin haben, dass er dann nicht irgendwie direkt von seinem Hausboot aus lotstiefelt. Ach, stimmt, da weiß er gar nicht, wo das ist. Na gut, ja. Wenn er was braucht, dann sag mir Bescheid. Ganz wichtig. Wir kommen gleich sowieso nochmal hier runter. Entweder komme ich alleine runter oder mit ihm zusammen, weil wir dann zum Hausboot gehen wollen, um ihm das zu zeigen, wo das ist. Also du willst ihm das zeigen. Ja, da bringt es nichts, wenn du alleine kommst. Da musst du ihn schon mit. Ja, deswegen sag ich ja, wir kommen dann zu zweit runter und ich komme alleine runter, wenn er noch alleine oben bleiben will. Das weiß ich nicht genau. Das werden wir gleich sehen. So, Rodrigo stiefelt die Stufen nach oben aus dem Raum heraus Richtung Ephadaios. Ja, den siehst du da an der Ostseite stehen. Er blickt gegen Hafen, gegen Wasser und ja, sein Blick ist auf die Reflexion der Sterne und das Mondes gerichtet. Man stellt sich einfach mal so kommentarlos neben dich und schaut auch mal sozusagen in die gleiche Richtung, wo du schaust. Und wartet einfach mal einen kurzen Augenblick ab, bis du da vielleicht reagierst, bevor er was sagt. Ich habe euch doch erzählt, dass ich da zum Geweihten werden sollte, weil ich immer diese Dinge gesehen habe. In letzter Zeit werden die immer irgendwie anders. Willst du darüber reden? Was siehst du denn? Das vorletzte Mal, das war noch auf dem Araskan, als ich mit Odro und Dynar und Arne aus dem Trupp, der herausgeschickt wurde, als wir
abhauen wollten, war so ein Teich und ich habe ins Wasser geguckt und dann war da plötzlich eine wunderschöne Frau und ein Mann, der wollte sie umbringen und dann habe ich ihn umgebracht und naja, im nächsten Moment, da waren sie weg und ich glaube, ich habe mir das alles nur eingebildet. Was hast du dabei gefühlt? Hast du dich irgendwie schuldig gefühlt oder irgendwie besonders oder toll oder schrecklich? Was waren so deine Gefühle dabei? Dein Inneres? Da gab es keine Zeit zum Nachdenken. Der Mann wollte nicht auf mich hören, als ich ihm gesagt habe, er soll aufhören, die Frau zu würgen. Und dann habe ich ihn mit meinem Effortbad aufgespießt. Ich konnte dann nicht mit ihr reden. Ich meinte, sie soll sich auch verstecken, weil ich musste ja noch Dynar so holen und... Für dich ging das alles sehr hektisch ab, oder? So vom Gefühl her? Wir mussten überleben, wir mussten rennen und... Vielleicht habe ich da... Wenn du willst, kann ich dir versuchen, ein paar Erinnerungssachen hervorzuholen. Also, das klingt jetzt komisch, aber land mal hier vorne hinsetzen. Lehn dich so ein bisschen zurück gegen die Wand, wenn du da auf dem Hocker sitzt. Und mach mal die Augen zu, entspann dich ein wenig, genieß das Rauschen der Wellen. Du wirst ruhig und immer ruhiger. Und jetzt rieche. Du riechst die See. Sie beruhigt dich noch mehr. Und jetzt versuch dich an etwas zu erinnern. Was ist das Erste, was du siehst, wenn du an die Frau denkst? Siehst du ihr Haar? Siehst du ihre Haut? Siehst du ihre Augen? Siehst du ihren Mund, ihre Zähne? Siehst du ihre Ohren? Kommt da ein spezieller Geruch von dieser Frau? Was ist das Erste, was dir so da einfällt, wenn du ganz tief darüber nachdenkst und ganz ruhig? Und Rico versucht jetzt mit ein wenig Heilkunde Seele und so ein bisschen minimalster Trance herauszufinden, ob da noch ein paar Erinnerungsfetzen sind, die er vielleicht unterbewusst gesehen hat. Weiß ich, dass die Frau auf einmal irgendwie komische Haare hatte oder gute Haare oder der Mann, und er versucht einfach so ein paar Erinnerungsfetzen herauszuholen, die er da vielleicht selber auch verdrängt hat. Erschwert um 5, weil er Medium ist. Ja. Ich erinnere mich an ihre Augen und der Mann hat eine Uniform getragen, naja, als wenn er zur Seemarine gehören würde. Ja, weiß nicht, ich dachte, selber drüber nachgedacht habe, dachte ich, wäre vielleicht der Seemann, der... Nicht denken, der, nicht denken, nur versuchen zu erinnern, nur die Erinnerung kommen lassen. Versuch die Erinnerung kommen zu lassen. Als du den Mann am Rücken gesehen hast, von hinten, bevor du eingegriffen hast, was war das Erste, was dir an ihm auffiel? Was war das, wo du dachtest, was der stärkste Eindruck von ihm war? Er war überzeugt von dem, was er tat. Aber die Frau, sie... weiß nicht, sie hatte so eine Verbundenheit zum Meer und ich wusste, das, was er tut, auch wenn er denkt, das Richtige zu tun, was er tut, das ist falsch. Und dann habe ich ihn aufgehalten. Was hast du dann gesehen? Eine Reaktion von ihm. Hat er mit den Händen irgendwas gemacht? Waren seine Augen auf einmal groß oder klein? Hat er was gesagt? Hat er ein Geräusch von sich gegeben? Das hat er. Er hat mich ja gar nicht bemerkt. Und als ich ihn dann aufgespießt hatte, sind seine Augen riesig geworden und er hat mich angeguckt voller Unverständnis und als wenn ich hier etwas Falsches getan hätte, als wenn ich verstehen würde, worum es geht. Alles. Dann sitz dich mal rein. Überleg nochmal, ob du an der Frau irgendetwas siehst, was dir komisch vorkam, weswegen der Mann dich so komisch angeguckt haben könnte. Gab's da irgendeinen Hinweis? War noch im Wasser drin. Ich habe nur, und sie hatte auch ein bisschen so dunkel. Vielleicht lag das aber auch im schlechten Licht. Ihre Haare sahen grün aus. Grüne Haare. Was war mit der Haut? War sie ganz glatt und wunderschön wie eine Maraskanerin oder eine Ptolemidin? Oder war sie geschuppt? Oder war sie, hatte sie eine komische Farbe oder etwas? Erinner dich. Die war, ja, als...
als wenn die Haut über ihr Gesicht straff gezogen wäre. Wie so bei, ja, bei Tieren, die im Wasser leben und schwimmen da. Die haben auch immer die Form, mit der sie am besten durchs Wasser kommen. Sah sehr, sehr schön aus. Jetzt Nase und... Hast du ihre Beine gesehen, ihre Füße, ihre Hände, ihre Arme? Ich glaube, ich habe ihre Arme habe ich gesehen, aber ihre Beine nicht. Warum? Waren schon Wasser. Okay, konnte man irgendwas durch die Wasserreflexion erkennen? Waren das Beine? Waren das richtige Beine oder war da was anderes? Weiß ich nicht mehr. Okay. Du fühlst dich entspannt. Das Thema, darüber zu sprechen, hat dich befreit. Wenn ich jetzt meine Hände klatsche, dann machst du die Augen wieder auf und du fühlst dich wie die frische See. Klatsch, Rodrigo, die Hände. Wir sollten langsam mal zu deinem Boot gehen, meinst du nicht auch? Ja. Ist schon spät. Ja, okay. Wir haben morgen noch eine Sache, für Jarion, der Halbelf, der uns begleitet hatte, war gerade da und hat uns gesagt, dass wir morgen zu einem Kontor geführt werden, was uns geschenkt wird, als kleiner Anreiz dafür weiter für, du weißt schon wen, zu arbeiten. Ja. Hier in der Stadt ein eigenes Kontor. Ja, toll. Da können wir alle unsere Sachen unterbringen, da können wir alle möglichen Dinge, die wir so erbeuten, die wir finden, was auch immer, unterstellen. Rodrigo strahlt ein wenig. Das wird super! Ein Konto ist auch immer im Hafen, oder? Ja! Das wird wirklich gut. Da können wir vielleicht auch irgendwie übernachten oder so, wenn wir irgendwie mal kurz in der Stadt sind. Das heißt, wir haben eine eigene Basis, einen eigenen Rückzugsort hier in der Stadt, in Kuntium, in dem Welthafen, direkt in der blutigen See, wo wir direkt zack in die blutige See stechen, dem Bösen aufs Maul und wenn wir uns hier wieder zurückziehen, um unsere Wunden zu lecken, dann haben wir ein eigenes Konto. Das wird... Das ist super. Das ist morgen früh. Da treffen wir uns aber hier einmal direkt hier sozusagen beim Hotel. Und dann gehen wir von hier aus gemeinsam los. Das liegt seine Hand um deine Schultern. Sein Arm um deine Schultern. Ich habe das Gefühl, das wird was richtig, richtig Gutes. Das hier. Du mit der Kleinen, wir mit den anderen. Ich freue mich schon. Jetzt müssen wir nur noch irgendwann mal ein eigenes Schiff zusammenbekommen. Zwar reicht unser Taschengeld, das wir jetzt bekommen haben, dafür nicht aus, aber vielleicht kriegen wir nochmal die Chance, wenn die Götter so wollen. Und dabei lächelt er ein wenig, wie als wenn er ein kleiner Piratenkönig wäre. Schaut verloren auf die See. Ah, ein eigenes Boot irgendwann mit dir zusammen und den anderen. Das könnte schon gut werden. Das wird super. Du wirst es so schaffen. Rodrigo springt auf von seinem Schemel. Los, komm, lass uns runtergehen und... Burscher, zeig dir dann, wo dein Boot ist. Ich hoffe, dass es wirklich so toll ist, wie es angeklungen wurde. Das ist, Werden wir sehen. Gut, und damit beende ich die Runde.